So, hier, das ist Oberfranken. Oberfranken, südlich von Coburg, da ist die Festung. Die Feste Coburg. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch ein bisschen Text hier drauf sprechen soll. Aber warum eigentlich nicht? Also, mein neuester Blogartikel handelt von der Wehrvorlage der Wehrvorlage vor dem Deutschen Reichstag, die im April 1913 debattiert worden ist. Die größte Heeresverstärkung in der Geschichte des Deutschen Reiches. Also ich habe ja einen Blog, da mache ich so Vorstudien zu einer wissenschaftlichen Biografie von Erich Ludendorff und Mathilde Ludendorff. Also Vorstudien halt. Und da sammle ich so alles, was man so findet, was noch nicht bekannt war. Und jetzt ist halt, da gibt es, weiß ich nicht, so eine Suchmaschine, die heißt Calliope. Da kann man Archivalien suchen, also was in den Archiven in Deutschland alles an Dokumenten vorhanden ist. Und wenn man da den Namen Ludendorff googelt, da bin ich jetzt überraschenderweise auf ein ganz neues Dokument gestoßen. Und das ist ja auch in der Zeitgeschichtsforschung und in der Geschichtsforschung ist es ja immer so, wenn man ein neues historisches Dokument findet, das ist ungefähr so wie in der Archäologie, wenn man einen tollen Fund macht, ne, irgendwas Tolles ausgräbt. Also so ein neues historisches Dokument muss dann immer dem bisherigen Wissensstand zugeordnet werden. Also ich habe ja Geschichte studiert an der Freien Universität Berlin und der Professor Steglich an der FU Berlin, der hat immer gesagt, ihr müsst gucken, was Neues in den Archiven zutage tritt. Das ist das Entscheidende, alles andere. Wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, ohne dass neue Dokumente erschlossen sind, macht das meist nicht so viel her. Und das habe ich auch in meiner Magisterarbeit so gehandhabt. Da habe ich die neuen Dokumente ausgewertet, die aus dem Foreign Office der Jahre 1939 bis 1941 bekannt geworden waren. Gut, so, und jetzt ist also wieder ein neues historisches Dokument. Das ist seit 2021 zugänglich in der Landesbibliothek von Hannover, Landesbibliothek von Niedersachsen in Hannover. Die Gottfried Wilhelm von Leibniz Bibliothek. Und da hat ein Archivaliensammler, ein Autographensammler hat scheinbar seinen Bestand der Bibliothek überlassen und die hat ihn gleich online gestellt, den Brief. Das finde ich sehr nett, diesen handschriftlichen Brief. Und so viel ich weiß, ist der noch in keiner, ich habe nirgendwo was gefunden, dass der schon mal irgendwie ausgewertet worden wäre von irgendwelchen Studien. Und die Landesbibliothek Hannover datiert den Brief auf den, ja, das ist immer ganz spannend, ne? Dann muss man erstmal den Text entziffern. Das ist eben eine Sauklaue, wenn man das mal auf Deutsch sagt. Also der hat deutsche Schrift geschrieben, aber sehr, sehr unleserlich. Dann hat er auch seine Briefe selten richtig datiert. Also er hat gar kein Datum drauf geschrieben. Aber es ist ganz klar ein Brief von Erich Ludendorff. Das ist deutlich. Wer diese Briefe kennt, weiß das. Ist ja auch so unterschrieben, so genau. Und der Empfänger des Briefes, das ist ein Herr Tepelmann, der hat, gehe ich mal ein bisschen zur Seite, jetzt kommen hier Wandersleute, der hat oben drauf geschrieben, dass er den Brief am 27.12. beantwortet hat. Also auch der hat nicht keine Jahreszahl dazu geschrieben. Und jetzt geht die Landesbibliothek Hannover davon aus, dass das von dem Jahr 2013 ist. Ja, aber ich habe das auch erst gedacht und bin von dieser These ausgegangen und habe dann den Text mühsam entziffert. Ich habe ihn größtenteils entziffert und habe das erstmal so verfasst, als wäre es im Dezember 1913 verfasst worden und dann zu der Zeitpunkt war, also der Erich Ludendorff, jetzt muss man sich angucken, also die größte Heeresverstärkung des Deutschen Reiches
in der Geschichte des Deutschen Reiches und die ist angestoßen worden von Erich Ludendorff. So, der hat also eine glänzende militärische Karriere hingelegt im Vorkriegsdeutschland, im wilhelminischen Deutschland und war zwischen den Jahren 1909 und 1913 war er im großen Generalstab und hat unter dem damaligen Generalstabschef von Moltke hat er gearbeitet. So, hat er, ich glaube, in der zweiten Aufmarschabteilung, also er war beschäftigt damit, wie denn nun in der Praxis der berühmte Schlieffenplan umgesetzt wird, wenn es zum Krieg kommt. Und hat die Mobilmachungspläne bearbeitet und solche Dinge. Und dann war es so, er hat also schon seit dem Jahr 1909 immer wieder darauf hingewiesen, dass man eine Heeresverstärkung braucht. Aber sein unmittelbarer Vorgesetzter hat er noch eine Hemmschwelle dargestellt. Also der Ludendorff hatte nicht den direkten Zugang zu diesem Generalfeldmarschall von Moltke und deswegen kam da noch nicht so richtig Zug herein. 1912 ist dieser unmittelbare Vorgesetzte, ein General von Stein, der ist versetzt worden und dann wurde sozusagen Ludendorff selber, der Oberst Ludendorff im deutschen Generalstab, wurde selbst die rechte Hand von dem Generalstabschef von Moltke. Und dann kam da sehr viel mehr Zug in die Sache und es wurde im Dezember 1912 kam es zu einer sehr großen Denkschrift, die für viele Beteiligte sehr überraschend war, die also jetzt eine Verstärkung des deutschen Heeres um 300.000 Soldaten, glaube ich, gefordert hat. Und also es sollten drei neue Armeekorps aufgestellt werden. Und der Anlass war natürlich, es war damals der erste Balkankrieg, es waren wirklich sehr politisch und militärisch sehr krisenreiche Jahre. Und Deutschland war umgeben von Militärmächten und im Bündnisfall, das wurde da ständig besprochen, im Bündnisfall, also wenn zum Beispiel Österreich mit Serbien Krieg anfängt, dann kommt Russland mit ins Spiel und Russland ist mit Frankreich verbündet und Russland ist mit England verbündet. Also dann ist die sogenannte Einkreisung tatsächlich verwirklicht und Deutschland hat es mit den größten Militärmächten der Welt und Europas zu tun. Und zwar gleich drei Stück auf einmal. Und da eigentlich ist selbstverständlich die Sache von der Welt, dass man da sich genau anguckt, haben wir genug gerüstet und gibt es genügend, haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft, was die personelle und materielle Ausrüstung des deutschen Heeres betrifft. Und das war eindeutig nicht der Fall. Also Frankreich zum Beispiel hatte 80% seiner wehrpflichtigen Männer ausgebildet und die konnten jederzeit eingezogen werden. In Deutschland war das nur 57%. Also da gab es ein Riesenpotenzial, was gar nicht genutzt wurde militärisch. So. Und Also ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Thema besonders wichtig ist. Ich sage ja nur, was ich gerade auf meinem Blog, also ich finde es gerade gar nicht so super wichtig, aber manchmal arbeitet man ja auch ganz gerne mal an Themen, die nicht die super wichtigsten sind. Ne? Das ist alles lange, lange her und ich glaube, insgesamt hat sich die Geschichtswissenschaft, also die Vernünftigeren in der Zeitgeschichtsforschung, die haben schon verstanden, dass Deutschland nicht allein am Krieg schuld ist. Da gab es eine ganze Menge anderer, die genauso gezündet, was heißt genauso, die wahrscheinlich noch mehr gezündelt haben. Wo wie überhaupt, darauf will ich sowieso jetzt gleich zu sprechen kommen, wie überhaupt viel zu wenig von der Geschichtswissenschaft in Rechnung gezogen wird. Ja, und auch von der heutigen Mainstream-Wissenschaft und von den Mainstream-Medien, das ist eben, elitäre Geheimbünde gibt. Ne? Der Jesuitenorden ist ein elitärer Geheimbund und der Freimaurer, die Freimaurerlogen auch. Und dann wird immer ganz viel gemunkelt und dann wird gesagt, ja, die Freimaurer könnten einflussreich sein, aber im Mainstream bleibt es dann immer dabei, nein, sie waren nicht einflussreich. Dabei ist es eigentlich schon längst geklärt, es gibt einen, ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen gerade, merke ich gerade, um die Aktualität des Themas dann doch herauszuarbeiten. Also, einer der engsten Mitarbeiter von Tito, diesem Partisanengeneral in Jugoslawien, in Serbien, der ja
Naja, also die Deutschen haben sehr, sehr viele Verluste gehabt durch die Tito-Partisanen in Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges. Die sind ja sowohl von Stalin unterstützt worden, wie auch von den Engländern und Amerikanern. Und diese Tito-Partisanen, also die haben einen ganz üblen Ruf gehabt bei den Deutschen. So, und einer enger Mitarbeiter von Tito war ein Wladimir Dedier. Der war Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg und der hat in Belgrad zeitgeschichtliche Forschung gemacht und hat zum Mord von Sarajevo geforscht. Und der war ja natürlich dicht dran als Serbe und hat die ganzen Hintergründe, die in Serbien bis dahin bekannt waren, zu den Attentätern von Sarajevo, also so gründlich bearbeitet, wie ich das aus keiner anderen Studie kenne. Das Buch ist dann veröffentlicht, Der Weg nach Sarajevo heißt das, The Road to Sarajevo. Das ist eine richtig wissenschaftliche Studie, wird gelegentlich mal zitiert. Aber was eigentlich die Quintessenz dieses Buches ist, ist, dass alle Attentäter Freimaurer waren und dass der Hauptattentäter sogar bevor das Attentat stattfand 1914 eine große Reise durch alle europäischen Hauptstädte gemacht hat und dort alle Logen besucht hat und sozusagen sich den Segen hat geben lassen. Also so würde ich das als Quintessenz, so fühlt sich das an, den Segen hat geben lassen dafür, dass dieser Mord ausgeführt wird. Und ja, dieses Buch ist meiner Meinung nach, also ich habe noch nie was anderes gehört. Natürlich, die Freimaurerei, die möchte das nicht gerne als seriöse Untersuchung gelten lassen, aber so viel ich das beurteilen kann, ist das eine absolut seriöse Studie und es hat meines Wissens diese Studie auch noch niemand in Frage gestellt, die Seriosität dieser Studie oder die Relevanz dieser Studie. Aber es wird einfach, die wird verschwiegen, da wird gar nicht drüber geredet. Also in dem Prozess gegen die Attentäter von Sarajevo kam das ja auch heraus, dass die Freimaurer waren. Das ist offensichtlich. Dann gab es noch den Geheimbund Schwarze Hand. Naja, ich will das gar nicht. Also es gibt schon sehr, sehr viele Hinweise, dass die Freimaurerei beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine große Rolle gespielt hat. Also ich will das gar nicht. Das sind wirklich nicht mehr meine Schwerpunktthemen, aber das muss man halt schon ein bisschen mit berücksichtigen. Also, dass die Freimaurerei überhaupt nicht beleuchtet wird, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da was im Busch ist. Also dann habe ich ja noch vor ein paar Jahren mich mit Ernst Jünger zum ersten Mal richtig beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in Videoform behandelt habe. Der Ernst Jünger hat ja eines der berühmtesten Bücher ist Auf den Marmorklippen. Das ist im Jahr 1939 erschienen. Und wovon handelt das? Von den Mauretaniern. Und also es ist eigentlich richtig, richtig, richtig erschreckend, dass so ein Buch überhaupt erscheinen konnte während des Dritten Reiches im Jahr 1939. Mauretanier sind offensichtlich Freimaurer. Und es wird sozusagen autobiografisch darüber berichtet, dass der Ernst Jünger und sein Bruder, dass die schon seit der Vorkriegszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, Mitglied bei den Freimaurern waren. Und dann will ich jetzt gerade darauf auch nicht ausführlich eingehen, aber er schreibt ausdrücklich die Luft der Freimaurerei. Also der sagt, vor dem Ersten Weltkrieg hat man da gelebt in der Stille eines Zyklons, wenn man in den Logen sich bewegt hat. Also in den Logen war klar, da passiert was. Da ist was ganz Großes wird passiert und man bewegte sich in der Stille des Zyklons und die Luft der Freimaurerei, so sagt er, die von Grund auf böse war. Und da gibt es ja auch andere Aussagen. Ein Hochgrad-Freimaurer, der Bruder Köthner, hat das auch 1927 oder 28 vor Gericht ausgesagt, dass ihm gesagt worden ist in Logen, dass er in in- und ausländischen Logen, dass ein Krieg vorbereitet wird. Naja, also die Freimaurerei. Und dann gibt es noch was ich auch immer sehr spannend fand, ist der Thomas Mann hat ja 1918 eine Schrift rausgebracht, Betrachtungen eines Unpolitischen. Und wenn man die genau liest, wenn man da das erste Kapitel oder was, da geht deutlich hervor, dass er seinen Bruder Heinrich Mann in den ersten Jahren des Ersten Weltkrieges als Freimaurer wahrgenommen hat. Und der Heinrich Mann, also der Thomas Mann hat wie alle empfunden damals in Deutschland, der war durch und durch patriotisch, ne? Das war dieses Augusterlebnis von 1914 und der war absolut befremdet darüber, dass sein Bruder so völlig andere Einstellungen hatte zu dem Zeitpunkt. Der stand innerlich auf Seiten Frankreichs. So, das schildert ja er ja in den Betrachtungen eines Unpolitischen. Ja. So, und also das sind nur mal ein paar wichtige Hinweise, dass da eine große Sache im Busch ist. So. Und auch der Erich Ludendorff sagt,
Na, dann gibt es zum Beispiel der Kriegsminister von Heringen, der diese Heeresvorlage einbringen sollte. Der hat sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt. Der wollte die Heeresvorlage nicht vor den Reichstag bringen und hat sie dann auch um die Hälfte vermindert. Also die haben dann nur 150.000 Neueinstellungen beantragt und so weiter. Dieser Kriegsminister Josias von Heringen, dessen Sohn war 1933 der Großmeister der Landesloge von Deutschland und hat mit Hermann Göring verhandelt darüber, dass wenn man die Logen, die Freimaurerlogen, also die anerkannten Freimaurerlogen, das ist alles lächerlich, aber wenn man die germanisieren würde, also wenn man die ganzen alttestamentarischen Bezüge eliminieren würde in den Logen, dann dürften sie weiter bestehen, auch während des Dritten Reiches. Und das haben die dann gemacht. Die haben hier die große Landesloge der Freimaurer umbenannt in Ritter, Tempelorden, Ritter, was weiß ich. Die haben das alles sozusagen germanisiert und im Sprachjargon von damals entjudaisiert. Und das war der Sohn von dem vormaligen Kriegsminister, der die Heeresvorlage des Jahres 1913 torpediert hat wie keiner. Aber nicht nur der Heringen war das, sondern auch der Reichskanzler Bethmann Hollweg, der hatte auch nicht besonders viel dafür übrig. Und in diesem ganzen Umfeld bewegt sich nun der Erich Ludendorff als rechte Hand des Generalfeldmarschalls von Moltke. Und dann kommt der nächste Knaller, der General von Feldmarschall von Moltke, dessen Frau war Anthroposophin, also die war Anhängerin von Rudolf Steiner und ist von Rudolf Steiner und ich glaube von dessen Ehefrau Lisbeth Seidler oder was, hat die sich spiritistisch beraten lassen. Und es gibt sehr viele Hinweise darauf, oder was heißt Hinweise? Sehr viele, also das, da gibt es inzwischen auch neue Dokumente. Es gibt ja ganz neue Geschichten zur Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Und also da gibt es ja ganz viel inzwischen darüber, welche Einflüsse dieses Ehepaar Steiner, also der Rudolf Steiner und diese Lisbeth Seidler, auf den Generalfeldmarschall von Moltke hatten. Ja, der war jetzt kein Freimaurer, aber er stand unter ziemlich krasser Beeinflussung von Steiner und dieser Lisbeth Seidler. Und die haben ihm gesagt, ja, also als der Krieg ausgebrochen war, haben sie ihm gesagt, ja, der Krieg wird verloren gehen. Das war schon deren Prophezeiung. So, jedenfalls, der ist ja dann auch irgendwie seelisch zusammengebrochen, dieser Moltke. Und der war auch schon vor dem Krieg, so schildert den Ludendorff, viel zu weich und hat sich immer wieder zu Kompromissen bereit gefunden. Und einer der Kompromisse war, dass er den Ludendorff, seine rechte Hand, seinen besten Mitarbeiter, in die Wüste geschickt hat im Januar 1913. So, und dieses, ja, und jetzt könnte man meinen, und die Landesbibliothek Hannover geht davon aus, dass dieser Brief im Dezember 1913 geschrieben worden ist. Das habe ich erst auch für möglich gehalten. Aber da war der Ludendorff ja gar nicht mehr in Berlin, sondern war in Düsseldorf Regimentskommandeur. Und das passt zu vielen Inhalten im Brief nicht. Also in dem Brief zum Beispiel am Ende sagt er, dass der Adressat, das war ein Mitglied des Deutschen Wehrvereins scheinbar, der Adressat solle bloß nicht seinen Namen nennen und soll bloß nicht über den Generalstab reden. Also ich muss ja erstmal über den Inhalt dieses Briefes sprechen. Also da war es eben dieser, also diese Anfrage hat halt wissen wollen, was gibt es denn da eigentlich für Pläne innerhalb des Generalstabs? Wusste keiner. Ne? Also die Öffentlichkeit hat gar nicht gewusst, was ist denn eigentlich geplant. Also der Brief stammt also aus dem Dezember 1912, Weihnachten 1912 hat der Ludendorff den in Antwort auf eine Anfrage geschickt. Und der hatte gefragt, ja, was gibt es denn für Pläne im Generalstab zu einer neuen Heeresvorlage? Und ich habe dann irgendwann mir die Reichstagsreden angeguckt, die erwähnt nämlich der Erich Ludendorff auch dann später von Bethmann Hollweg und von Heringen. Aber am interessantesten fand ich bisher, man müsste noch weiterlesen, da gibt es sicher noch interessante Sachen, fand ich die Rede des Hase, des Abgeordneten Hase, der war Mitvorsitzender der SPD, also ein führender Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei, und der hat einen guten Überblick gegeben über die Vorgeschichte der Heeresvorlage, so wie sie der Öffentlichkeit bekannt geworden war. Und er sagt, also da ist im Anfang Januar 1913 ist gemunkelt worden, ja, das
Der Kriegsminister will eine Heeresvorlage bringen. Und daraufhin kam es zu einem ausdrücklichen Dementi von diesem Herrn von Heringen. Ach, ich weiß gar nicht, ob das alles so wichtig ist. Ihr könnt meinen Artikel ja nachlesen, da steht das alles drin. Ich will das gar nicht jetzt so ausführlich machen. Jedenfalls, ja, ich habe ja schon gesagt, der Sohn war führender Freimaurer. Also ich halte das ja fast für sehr, sehr naheliegend, dass der Heringen selber, dieser Josias von Heringen, auch Freimaurer war. Und der Ludendorff weist darauf hin, dass höchstwahrscheinlich, er sagt dann, einige Freimaurer im Generalstab hat es auch gegeben und so auch sogar im Militärkabinett. Der Leiter des Militärkabinetts war ein General Lünker, der hat dann dafür gesorgt, dass der Ludendorff versetzt wurde, eben als Regimentskommandeur nach Düsseldorf, und hat dem General von Einem, der dort der Vorgesetzte von Ludendorff war, hat dem gesagt, man müsse dem Ludendorff Disziplin beibringen. Und das geht, ja, das finde ich ganz spannend, also das geht schon erstens aus dem Brief selber, aus diesem neuen Brief hervor, wie auch aus der Rede von dem Hase und auch aus anderen Hinweisen, dass das hohe Wellen geschlagen hat. Emotional waren da Leute sehr, sehr involviert, nicht nur der Ludendorff selber. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade heute erst noch entdeckt, der Vertreter der bayerischen Regierung im großen Generalstab in Berlin, ein Offizier von Wenninger, der hat während der Reichstagssitzung hat er sich so aufgeregt über einen Zentrumsabgeordneten, der gesagt hat, dass es keine Heeresverstärkung braucht, dass er sich da entschuldigen musste am Folgetag. Also das waren richtig emotionale Geschichten. So, und dieser neue Brief von dem Erich Ludendorff, ja, der macht halt gleich im ersten Satz klar, also wenn er wird sofort aufgehängt und auch noch verbrannt werden, wenn bekannt wird, dass er ihm diesen Brief schreibt und irgendwas schreibt über das, was im Generalstab geplant ist. Und dann sagt er aber, ich kann Ihnen ja meine persönliche Meinung sagen, jetzt nicht als nicht von amtlicher Seite, sondern meine persönliche Meinung zu den Fragen rund um die Heeresverstärkung. Da sagt er dann eine ganze Menge dazu, was alles auf der Linie dessen liegt, was schon so im Allgemeinen bekannt war. Und genau. Und dadurch ist eben jetzt auch nochmal bestätigt, dass es eine direkte Verbindung gab zwischen Erich Ludendorff und dem Deutschen Wehrverein. Der Deutsche Wehrverein ist extra gegründet worden Anfang 1912, um sich für eine Heeresverstärkung einzusetzen. Und das war in der Geschichtswissenschaft immer schon, war das nicht ganz klar, gibt es da überhaupt direkte Verbindungen zwischen dem Generalstab und diesem Deutschen Wehrverein. Und aus dem Brief von dem Ludendorff geht hervor, dass vor diesem Brief offensichtlich da noch wenig Austausch vorhanden war. Der Ludendorff schreibt ausdrücklich, dass ein Zeitungsartikel, der ihm dazu geschickt wurde, dass er den nicht kannte und dass der Inhalt nicht aus dem Generalstab selbst angestoßen worden ist, sondern dass derjenige, der das geschrieben hat, dieser General von auch ein Generalleutnant von Worchem, dass der das aus sich selbst heraus auch schon auf die richtigen Gedanken gekommen sei. Na, das ist ja klar, in der hochpolitischen Lage, in der Deutschland damals war, haben sich viele Leute Gedanken gemacht, ob gerade auch Leute, die dem Militär nahestanden, ob alles mit rechten Dingen zugeht und ob da nicht noch mehr getan werden könnte. Genau, und dazu hat sich eben der Deutsche Wehrverein zusammengefunden. Und da waren interessanterweise mehrere führende Zeitungen auch drin beteiligt. Und das schildert auch sehr schön dieser Abgeordnete von der SPD, der Herr Hase, welche Zeitungen da sozusagen kritisch gegenüber dem Kriegsminister von Heringen sich geäußert haben. Und solche Dinge haben dazu geführt, dass schließlich der Kaiser selber gesagt hat, hey, jetzt muss endlich mal die Heeresvorlage eingebracht werden. Und nach allem, was man so mitkriegt, was sogar der Hase selber im Reichstag dann sagt, hat der Heringen das nicht aus eigenem vollen Herzen diese Heeresvorlage vorgebracht und der Bethmann Hollweg auch nicht. Und die standen also innerlich letztlich auf Seiten der Gegner dieser Heeresvorlage, haben sie aber dem Reichstag vorgelegt. Also das sind schon sehr, sehr schrille, schon damals sehr schrille Zustände gewesen. Ja, ich glaube, es gibt innerhalb der Geschichtswissenschaft sicher auch eine Diskussion darüber, dass da ein Wettrüsten gegeben habe vor dem Ersten Weltkrieg. Darauf will ich jetzt hier gar nicht eingehen. Das
Also von deutscher Seite gab es eben kein Wettrüsten. Das war viel zu spät, diese Wehrvorlage, denn ein Jahr später war ja schon der Krieg. Und in Deutschland ist seit 1909 oder noch früher, gab es keine großartige Wehrvorlage. Also es gab die Flottenrüstung und auch die Flottenrüstung, die deutsche Schlachtflotte, die hatte niemals, war niemals auch nur ansatzweise von der Zahl und Ausrüstung her zu vergleichen mit der englischen Schlachtflotte. Und sie ist auch nicht eingesetzt worden, also wieder ein ganz anderes Thema. Aber dieses ganze Gerede von dem Wettrüsten ist, das Wettrüsten hat nicht zum Ersten Weltkrieg geführt. Das ist natürlich ganz klar, wenn es Hintergrundmächte gab, die eigentlich diesen Krieg diesen Krieg zum Auslösen gebracht haben, dann muss man natürlich alle schuldig machen am Ausbruch des Krieges, nur nicht die Hintergrundmächte. Ne? Ich meine, ich muss ja gar nicht darüber reden, ich meine, das ist ja heute, das ist seit damals ist das nicht anders. Also alle Kriege, die es seither gegeben hat, das wollten nicht die Völker und das wollten noch nicht mal die Vordergrundpolitiker in dem Sinne, wie es dann abgelaufen ist, sondern da standen ganz andere Kräfte dahinter. So, Schluss für heute. Habe ich mich hier in Rage geredet? Glaube nicht. Also der Brief ist halt ja ganz witzig, weil man einfach sieht, ja, man hat nochmal einen neuen, kriegt nochmal einen neuen, etwas differenzierteren Blick auf die ganze Geschichte darunter, um die Wehrvorlage, in die man sich natürlich noch viel tiefer einarbeiten könnte, als ich das jetzt gemacht habe. Aber ist mir viel zu speziell. Aber sagen wir mal, so ein neues Dokument ist ja immer, das macht neugierig auf ein Thema und deswegen habe ich das halt einfach mal behandelt. So, in diesem Sinne, aus dem schönen Oberfranken, Grüße. Ja, viele andere Blogartikel sind in Arbeit, aber sind noch nicht so weit, dass sie veröffentlicht werden können. Das reicht jetzt auch für heute. Also, tschüss.